Jetzt müssen wir das nochmal machen. Was, du trinkst keinen Alkohol? Nein. Noch einmal. Was, du trinkst keinen Alkohol? Okay. Nein, ich bin zuerst klatschen. Bist deppert. Typisch. So geht das. Drummer-Händeschlag, so gehört das. Genau. So, ich muss dir sagen, ich war ja schon sehr begeistert, dass wir das gemeinsam machen, weil wir haben uns ja nicht oft gesehen. Haben wir uns überhaupt schon mal wirklich so unterhalten? Wir haben einmal beim Seerock Festival in Graz geredet. Ah, okay, da gab es, weißt du noch, das ist 2013, glaube ich, gewesen. Genau. Und da hast du ja mit Behemoth gespielt, was ich mich erinnern kann. Weil ich, richtig. Ich war nämlich der begeisterte Zuschauer auf der Seite, der so da steht, so, what the fuck is he doing? Ich habe nichts gesehen, was der Corpse Paint und Haare und alles. Genau. Katastrophe. Ja, und danach haben wir uns ja mit dem Schlagzeuger von Stone Sour unterhalten. Genau, mein Roy. Und du hast mir dein Schlagzeug geborgt. Und ich habe dir das Schlagzeug einmal geborgt. Aber für eine, so geplaudert unter anderem haben wir ja, nicht. Genau. Sehr cool. Also, ja, also eine Frage, die mir gleich einfällt, ist, wann hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen und ja, wie lange hat das ungefähr gebraucht, bis du so auf so einem Level warst, wo du sagst, ich traue mich jetzt mit einer Metal-Band zu spielen? Ja, angefangen hat es, ich meine, ich wollte eigentlich schon immer Schlagzeug spielen, sagen wir mal so, dieses, es war irgendwie so, als Kind überall herumtrommelt, was halt geht, man baut sich halt selber sein Schlagzeug zusammen, ist die Wohnung, geht ja nicht immer, das heißt, man baut dann was mit Bongos und meine Snare war, glaube ich, irgend so ein Duplo-Koffer, knallgelb, hat aber urgeilen komprimierten Snare-Sound gehabt. natürlich ist das keine Notlösung, also das ist keine Endlösung so. Und ja, angefangen habe ich dann erst mit so 13, 14 Jahren. Da habe ich dann endlich eigenes Schlagzeug und Proberaum suchen, weil vorher ist mir das nie in den Sinn gekommen, dass man da einen Proberaum mieten könnte. Ja. Witzig, weil bei mir ist nämlich genau eine recht ähnliche Geschichte. Ich habe meine Eltern halt immer versucht zu überreden, nur Wohnung in Wien und es wurde halt nie erlaubt. Und dann halt mit 13 komme ich heim vom Ferienlager und in der Küche steht ein Schlagzeug. Bist du einfach? Geil. Ja, was und was da, für eines? Das war ein Steak-Schlagzeug mit den besten Becken, die du dir vorstellen kannst. Absolut. Die kannst du so durchdrücken und so. Sicher. Wurscht. Drumkit ist Drumkit. Es war ein Drumkit und ich habe mich gefreut wie ein, ja, wie ein 13-Jähriger, der sein erstes Schlagzeug bekommt. Ich weiß. Und ja, und wie ist dann weitergegangen bei dir? Ja, und dann war es irgendwie nur so stundenlang im Proberaum sein. Ich habe damals den Proberaum in meiner ehemaligen Schule gehabt. Und ich war dann auch eigentlich die ganzen Sommerferien immer dort. Drei Stunden Neustadt am Tag für eine Neustadt, genau, in der Zehnergasse. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit verbracht in der Schule, in den Sommerferien, als irgendein anderer. Aber ja, mir war es halt wichtig. Und ja, mit der Zeit ist halt die Leidenschaft so gewachsen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kann man das ja irgendwie zu einem Beruf machen. Später mal. Zuerst mal Schule fertig, aber immer, immer wieder üben. Und irgendwann kam das halt, dass ich halt auch YouTube-Videos aufgenommen habe. Ja. Da hat man ja gleich, also da warst du ja von vornherein irgendwie so ein Name, so Sick Drummer Magazine und. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, das war ja noch 2007, da war YouTube ja noch so. Ne? Ja. Und es war irgendwie so, ja, du kannst ja aufnehmen, was du willst, unter Anführungszeichen, du musst das nicht mal adden, also editieren. Der Sound war direkt in die Kamera rein. Und ja, aber damals war man richtig stolz darauf. Geil. Und ich habe es als Übungszwecke gemacht. Also, ich weiß nicht, hast du das auch gemacht, dass du dich aufgenommen hast? Ich habe mich oft aufgenommen, nur es ist in den wenigsten Fällen wirklich auf YouTube gelandet. Sehr wurscht. Weil es war mir dann oft einfach nicht gut genug, um es online zu stellen. Dann war es mir oft einfach die Qualität zu schlecht, weil ich ja jetzt nicht
von vornherein gleich das ganze Equipment hatte, das selber aufzunehmen. Ja, das ist dann mit der Zeit erst gekommen. Das muss man immer so zielzeitweise machen. Genau. Man muss immer schauen, dass man sich dann auch steigert. Und dann habe ich eher begonnen, so im Rahmen von Studio Diaries beim Norbert oder so, habe ich mitgeschnitten und habe dann das online gestellt. Und dann habe ich begonnen, eben so, so Live-Zeug einfach live neben die Kamera hinzustellen. Okay. So die Sachen eher ins Internet zu stellen. Okay. Ja, ich habe es halt als Übungszweck verwendet gehabt. Einfach mal schauen, weil während des Spielen konzentriert man sich ja hauptsächlich aufs Spielen selber und dann hört man oft nicht so drauf, was man eigentlich macht oder man ist halt so mit der Koordination beschäftigt. Und deshalb habe ich es aufgenommen und wollte es mir dann im Nachhinein anschauen zur Kontrolle. Ja. Und das machst du aber immer noch, oder? Ja, jetzt nicht mehr zur Kontrolle. Ich glaube, jetzt kann ich schon langsam. Aber damals war es irgendwie so, ja, jetzt habe ich die Videos schon, warum haben wir es nicht einfach auf YouTube? Und dann ist das Ganze von alleine eigentlich explodiert und geil, hat das so angefangen. Und wie schaut es bei dir aus? Warst du heute schon üben? Ich war heute tatsächlich üben. Ich habe nächste Woche Recording, nämlich beim Norbert. Geil. Super. Norbert Leitner, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Also ich glaube, das ist jetzt eh der Name in Österreich, was Metal-Produktionen betrifft. Ja. Aber wir nehmen das neue Kill the Lycan-Album auf. Und geil. Ja, da freue ich mich schon voll. Das nimmt sie aber, wo ist denn das Studio mit dem Schlagzeug? Im WUK. Ah, im WUK macht sie das. Okay. Ja, und wir nehmen Becken auf und die MIDI-Kessel. Echt? Ihr macht das so separat, also wirklich Kessel und Becken? Na, wir spielen schon gleichzeitig ein, aber, ja, aber es wird dann halt einfach, ja, es mag vielleicht für manche untrue sein, die Kessel jetzt rein vom MIDI-Signal zu nehmen, aber man hat halt schon sehr viele Soundmöglichkeiten im Nachhinein. Okay. Der Norbert tut sich beim Mischen leichter und wenn wir uns ehrlich sind, wird ja heute, ich meine, das wäre eine gute Frage an dich, wie viel dann replaced wird, wie viel dann gesampled wird im Nachhinein. Es wird, also kommt, ich sage jetzt mal, es kommt wirklich auf den Musikstil drauf an. Also wenn man in die moderne Schiene geht, da ist alles replaced oder gesampled. Ja, genau. Es ist eine Lüge, wenn man sagt, das ist nicht so. Ne? Und das ist eben bei Kill the Lycan haben wir eben diese moderne Soundvorstellung doch. Ja, klar. Und okay. Da haben wir uns dafür entschieden. Aber hast du dann deine Toms, hast du die dann abbiegt? Oder ist es so, dass du... Nein, ich spiele es mit Roland-Zeug ein. Ah, mit Roland-Zeug machst du das? Ja, das geht auch. TD4 und die Becken dazu. Weil die Becken halt das sind, was, finde ich, das Lebendige ist. Ja, sicher. Und die zusätzlich, aber für die ganzen Marching-Teile und für so gewisse Parts, wo es halt vielleicht ein bisschen gefühlvoller sein soll, da habe ich die echte Snare dann mit. Und hast du das schon mal gemacht? Vorher? Ich habe sowas noch nie gemacht. So. Ich habe davon schon gehört, dass man wirklich auch die Kesseln, also akustische Kesseln, separat aufnimmt. Aber ich habe das noch nie gemacht, weil ich würde nie alles immer gleich spielen. Ich habe es schon, gemacht, einmal, aber halt nicht mit MIDI, sondern schon mit echten Kesseln. Ja, eher auch so. Also einmal Becken komplett abbiegt und halt so auf Decken draufgehauen. Genau. Und dann genau umgekehrt und nur Becken und die Decken waren halt dann in den Trommeln drin und so. Habe ich einmal für eine Produktion gemacht und das hat sich eher der Tontechniker gewünscht, damit er eben irgendwie differenzierter mischen kann. Ich würde zum Tontechniker sagen, es soll scheißen gehen. Na, weil wirklich für mich, also ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme mit Respekt von meiner Seite, weil ich schätze mal, du hast alles ziemlich ausgecheckt, weil du musst ja wirklich alles dann ganz genau so spielen. Zu 85% ausgecheckt. Ja. Und also die Freiheit lasse ich mir schon, dass ich dann Fills und, also die Beats sind klar, die Beats sind ganz genau klar taktweise und ob ich dann die Übergänge, gerade ich bin ganz schlecht darin bei Halftime-Refrains immer die Fills gleich zu machen. Okay. Oder wäre auch langweilig, wenn es so ist. Genau, also ich improvisiere dann halt live schon sehr gern und spiele halt dann doch nicht 1:1 wie die Studioaufnahme, sondern ich würde sagen, zu 90 oder 95%. Aber das machst du live. Und im Studio, in dem Fall, wenn du es separat aufnimmst, dann musst du ja auch die Drumfills da auschecken, weil die Becken sonst was anderes spielen als wie die Kessel. Oder? Und ich nehme das MIDI-Signal. Naja, wenn du sagst, ja, aber trotzdem.
vor, wie du die eine, das eine Mal die Show aufgenommen hast mit den Kesseln. Das eine Mal mit den Kesseln, das war Arsch. Ja, genau. Das wollte ich. Ja, weil da kommt man dann halt dann erst im Regieraum drauf, dass es nicht zusammenpasst. Genau. Und das war auch zum Glück nur ein Song und dementsprechend lang habe ich dann gebraucht dafür. Das war jetzt keine Albumproduktion. Okay, verstehe. Ich glaube, du hast ein ganzes Album so aufgenommen. Ja, andere Frage. Du bist ja auch jemand, der jetzt nicht nur ein Instrument spielt. Ja. Erzähl mir ein bisschen was drüber. Ja, so wie es beim Schlagzeug ist, alles selber beibracht. Also ich spiele ein bisschen Gitarre, dann logischerweise auch etwas Bass. Und ja, irgendwie, wenn du mir irgendein Instrument gibst und mir genug Zeit gibst zum Herumprobieren, werde ich schon irgendwas draus machen. So war halt immer irgendwie meine Herangehensweise. Ja. Natürlich Hauptinstrument Drums und Gitarre ist halt ja starke Rhythmushand, Solos, Vergieses und sämtliche Melodien, die sind im Kopf und dann versucht man halt einfach seine Finger so lang herumzubewegen, bis es endlich passt. Mhm. Ja. Aber du kannst das, was ich nicht kann und ich würde das gern können und du kannst singen, habe ich gehört. Und vor allem, ich habe dich jetzt auch mehr singend gesehen, als wir jetzt ein Schlagzeug spielen, ganz ehrlich. Im Internet meinst du? Ja, so, also was ich so gehört habe. Ich meine, ich bin jetzt nicht auch immer up to date, ich habe auch nicht immer so viel Zeit. Bei mir war es einfach so, dass ich bin 2012 auf die Musikuni gekommen und da habe ich dann irgendwie, erstens einmal war es gar nicht anders möglich, dass ich mich irgendwie öffne, jetzt anderen Musikstilen. Davor war halt wirklich Metal und es gibt eigentlich nichts anderes für mich. Ja. Und dann ist man halt doch irgendwie, ja, jetzt musst du halt plötzlich irgendwie klassisch vorsingen. Und man wird erwachsen auch noch dazu, das ist nicht mehr so dann interessant. Dann musst du plötzlich Metal. Jazz spielen, ja. Latin und ja, klassischer Chor, irgendwie alles so. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das schon mache, dann lasse ich mich halt ganz drauf ein. Voll. Und habe versucht, mich auch von der persönlichen Einstellung her aufzumachen und eben zu sagen, okay, es gibt nicht nur Metal, es gibt auch andere Musikstile. Super. Und das ist eben ziemlich geil, weil man kann aus jeder Musikrichtung so seins mitnehmen. Sicher. Sei es auch nur von der Arbeitsweise. Also zum Beispiel, man kann sehr viel lernen, wie ein Chorleiter arbeitet und das ins Bandgefüge einbringen zum Beispiel. Ja. Hast du recht. Vor allem, ich finde es auch immer interessant. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich versuche immer weiter jetzt dann meinen Musikgeschmack zu ziehen. Metal wird mittlerweile schon, nein, nicht langweilig, aber ich habe schon alles gehört, das haut mir jetzt nichts mehr vom Hocker. Mhm. Und es ist dann halt schon was Außergewöhnliches, wenn man dann auf einmal zu einem klassischen Konzert geht und diese Wucht von akustischen Instrumenten hört oder auch Musik, die man mit dem überhaupt nichts zum Tun gehabt hat. Noch dazu hast du ja mit einem Orchester gespielt, wow, das ist ja fett. Das haben wir auch gemacht. Das war ziemlich strange. Aber da fällt dann auch auf, wie laut du eigentlich als Schlagzeuger spielst. Und es war dann irrsinnig schwer, so leise wie möglich Metal zu spielen. Also es war wirklich, die haben sich alle umgedreht, haben mal einmal ein Handyvideo gemacht, weil sie was noch nie gehört haben. Aber dann war gleich mal so die Ansage, okay, spiel bitte leiser. Und das war immer umgekehrt, spiel immer lauter. Und dann sitzt du dort und musst du da deine Geschwindigkeiten zusammenbekommen, aber leise halt so spielen. Leise wie möglich. Ne? Das und ist heavy, ja. Das war nicht so leicht, aber es war natürlich eine super Erfahrung. Also so, das war auch eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich nicht mit Metal-Musikern zusammengespielt habe. So, ach, so jetzt reicht's wieder mal runter vom Gas. Und ja, voll. Ja, und das, wie du sagst, ist gerade bei funkigen Sachen oder so, das ist gar nicht so easy, das mit dem richtigen Feeling rüberzubringen. Absolut. Und dabei in ein bisschen mehr als Wohnzimmerlautstärke zu bleiben. Ja, aber man lernt immer was davon. Genau. Oder? Und war es bei dir so, du bist hauptberuflich Musiker oder Nicht-Musiker? Also ich habe die letzten Jahre von der Musik gelebt. Okay. Mehr schlecht als recht. Ja, quasi so, dass ich halt quasi über die Runden komme und die Miete zahlen kann, aber das so, dass ich jetzt schon froh bin, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe, weil jetzt bin ich Musiklehrer und Musik- und Schlagzeuglehrer am Gym. Verstehe. Also ich habe Lehramt studiert. Das heißt, du kannst Noten lesen, alles drumherum und kannst natürlich jetzt dann unterrichten. Ich kann jetzt, genau, also ich kann jetzt unterrichten, obwohl ich selber nie in der Musikschule war. Muss man dazu sagen, ich habe halt die Konzepte alle in der Musikuni gelernt. Okay, also im Nachhinein, auch genau. Schlagzeugtechnisch. Und so. Also ich bin auch eher von der autodidaktischen Seite. Ich habe so mit 13 so ein, zwei Jahre Unterricht gehabt, privat. Mhm.
Nur dann war es meinen Eltern zu teuer und dann habe ich mir halt selber mit Bands und so. Für mich war das nie was, wo ich mir denke, wow, ich muss jetzt üben, sondern für mich war einfach das Üben da, wo ich einfach den Kopf ausschalten kann. Einfach spielen. Ja, mir war das immer zu fad. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie mit Schlagzeuglehrer was versucht habe, mir war es immer zu langsam. Also ich habe schon gewusst, ich könnte das Level 10-mal überspringen. Es ist einfach so, okay, ein Jahr lang üben wir jetzt nur Single Strokes, kleine Trommeln, genau. Zum Spam. Ich meine, diese Konzepte haben schon Hand und Fuß und so, aber es muss einfach jeder selber seinen Weg finden. Und bei mir war es dann genauso, dass ich einfach mich zum Set, Album rein und halt mit 14, was habe ich da gespielt? System of a Down. Genau, nachspielen. Nachspielen und nach einer Stunde denkst du, boah, was habe ich eigentlich die letzte Stunde alles gemacht? Voll. Ich war so wie vielleicht so ein State, den jemand beim Yoga machen oder beim Meditieren erreicht. Genau, du bist so in Trance drinnen und du vergisst die Zeit und du bist in Bewegung und vor allem ist es auch fürs Hirn ziemlich intensiv. Ja, stimmt. Wie ist das jetzt bei dir? Wie viel übst du jetzt? Das kommt immer darauf an, was gerade zu tun ist. Also ich bin schon hauptberuflich noch Musiker. Lassen wir das so dabei. Und ja, also wenn ich auf Tour bin, spiele ich so oder so jeden Tag. Wenn ich halt jetzt dann nicht auf Tour bin, versuche ich, sag mal, in einer Woche fünfmal die Woche zu spielen. Mhm. Kann aber auch mehr sein, kann aber auch weniger sein. Ja. Aber normalerweise sind es so 1 bis 2 Stunden. Aber da halt wirklich gezielt und das reicht voll. Mhm. Also alles länger bei der intensiven Musik macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Ich merke auch selber, jetzt habe ich gerade vorher 3 Stunden gespielt, aber da ist dann auch irgendwann die Aufnahmefähigkeit am Ende. Ich muss aber dazu sagen, das ist jetzt gerade, weil ich mich fürs Album-Recording vorbereite. Klar. Und es war davor, habe ich im Sommer, ich reise extrem gern. Also ich habe einfach meine Prioritäten mittlerweile ein bisschen umgeschichtet und sage, okay, ich muss nicht mehr jetzt mit Biegen und Brechen versuchen, so viel wie möglich zu machen. Mhm. Jetzt gehe ich gerade wieder einen Schritt weg. Und entwickle aber jetzt auch wieder mehr die Leidenschaft eben für Metal, weil also vor 3 Jahren hat sich meine, quasi die Band, mit der ich halt so groß geworden bin, Senseless, wir haben uns halt aufgelöst und dann war mal ein Jahr so, okay, es interessiert mich jetzt mal gar nicht, ich mache jetzt mal was ganz anderes und habe dann halt 5 Bands gehabt von Jazz bis Country. Ja, wollte ich gerade sagen, welche Vorgänge du hast Country auch gemacht. Ja. Wie kommt man dazu, dass man Country-Musik macht? Ja, einfach, weil ich einfach, also ich sage mal, es gibt bei mir 3 Faktoren, von denen ich abhängig mache, ob ich den Gig jetzt zusage oder nicht. Okay. Und das ist einmal, sind die Leute leiwand drauf und verstehe ich mich mit denen gut? Ja. Natürlich, davor kommt eigentlich noch die Musik, kann ich damit was anfangen und macht es Spaß zu spielen? Und natürlich auch das Geld. Und da ist meistens das Problem, gerade im Metal-Genre, weil ich meine... Gibt's gar Knäller. Und wir haben halt, kannst halt froh sein, wenn du das Spritgeld kriegst. Genau. Und das fuckt mich irgendwo auch dann an. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, okay, dann machen wir halt was, wo zumindest ein bisschen was rausspringt und geben wir dem eine Chance. Und im Endeffekt spiele ich es auch gern und verstehe mich mit den Leuten super gut. Und deswegen ist es eine gute Mischung aus diesen 3. Wobei ich natürlich sage, ja, beim Metal, wenn ich das spiele, da geht natürlich mein Herz auf. Und das ist natürlich eine andere Herausforderung. Yeah. Aber bei der Countryband spielst du Schlagzeug oder was ist deine Funktion? Ja, ich spiele Schlagzeug und singe halt auch. Was spielen wir eigentlich bei Countrymusik? Hast du volle Schlagzeugaufbau? Ja, genau. Also wir spielen schon in Cajon-Besetzung kleine Gigs auch. Aber keinen Double Bass, kein Double Bass Pedal. Ah, ich habe es teilweise schon mitgehabt. Jetzt haben wir am Maifest gespielt im Prater. Da habe ich einmal, aber das ist halt für die Trata, Trata, da, da. Und dann schaut jeder, okay, was macht der da eigentlich? So Drum at the wrong Gig. Geil. Nein, aber ich kenne sie immer nur so eine Snare und geht schon. Ja, also... es gibt schon, die neuen Produktionen sind mehr so eher schon sehr poplastig auch. Klar. Und es gibt ja viele Pop-Drummer, viele Country-Pop-Drummer, die wirklich das total auschecken. Mhm. Und wie, also ich als Außenstehender, mich wirklich interessiert das, wie so die Metal-Szene kenne ich ja schon
national und international, aber wie ist die Country-Szene? Gibt's, also ich weiß, es hat mal die No-Name City oder gibt es noch immer in Wiener Neustadt geben? Ich glaube, die gibt es. Ja, also das passiert eigentlich viel auf so Country-Festivals auch. Ja? Also da gibt es so, jetzt waren wir zum Beispiel in Daubitz, okay, in Deutschland, da, ja, fahren wir halt immer ihre Strecken. Jetzt waren wir gerade in Frutigen letztes Woche in der Schweiz, 14 Stunden hinfahren und da ist halt dann dort so eine kleine Stadt, so eine Country-Stadt aufgebaut mit einem Festzelt und da sind halt meistens ja Publikum, Altersdurchschnitt ist halt schon 50 plus? Ja, oder so 45 würde ich mal, okay, sagen. Und viele Line-Dance, also das basiert einfach auf Spaß am Tanzen, genau, Spaß an der amerikanischen Kultur. Wir waren letztens in Texas, letzten Oktober mit der Band und haben halt dort auch auf so einem richtigen texanischen Festival, geil, gespielt. Das heißt, du bist da auch mit der Band nach Amerika rübergekommen, oder wie? Ja. Urcool. Das ist auch, ja, das sind geile Erfahrungen und auch deswegen habe ich gesagt, ja, das passt schon. Das wäre mit Metal deiner Meinung nach für dich nicht möglich gewesen. Bei Metal zahlst du halt für sowas immer drauf. Ja. Und, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, weil du bist jetzt schon in einer anderen Liga. Jetzt. Ja, es kommt auf die Liga drauf an, also wenn man dann wirklich einmal den Sprung geschafft hat, und die Gagen so groß sind, dass eben auch nicht nur Benzingeld und Flugreisen und alles, sondern auch, dass man eigentlich auch ein Geld bekommt für das, was man tut. Mhm. Das schon, aber natürlich als kleine Band ist es eine Katastrophe. Also fliegen irgendwo hin ist fast, das musst du mal ausrechnen, für 5 Leute in einer Band und dann nimmst du vielleicht noch deinen Tontechniker mit und das ganze Equipment auch noch mitschleppen. Also das Ganze nicht, aber es reicht bei den Flugkosten. Ja. Und das ist einfach irre undankbar, weil du steckst ja nicht nur Geld in Albumproduktionen und Musikvideos, sondern eben auch in die ganze Organisation, mhm, und Management und auch die Anreisen und alles. Es kommt einfach viel zusammen. Und dann ist es einfach frech, wenn dann so Angebote kommen, ja, wollt ihr nicht in Wien spielen für 100 Euro und es sind halt 5 Personen plus Tontechniker. Ja, ich meine, halt wenn du eine Wiener Band bist, geht ja noch, aber wenn du angenommen von irgendwo herkommst, ist es halt... Also mit langer Anreise geht es natürlich nicht. Aber ja, ich meine, Country ist halt schon auch Unterhaltungsmusik. Und irgendwo schon, ja. Ja, sicher. Das ist der Schlager von Amerika eigentlich, wenn du das so ja, nimmst. Ja, aber reden wir vielleicht über was Interessanteres. Ich finde das voll interessant, weil Black Metal ist schon so fad. Ja, was würdest dich denn zahlen, als wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt für... Du könntest jetzt quasi aus deiner Haut... in eine andere schlüpfen, in welche, mhm, welchem Genre würdest du dich am ehesten wiederfinden? Ja, irgendwo, wo man noch Schlagzeug spielen muss. Also, obwohl ich mich jetzt dann immer mehr auch mit elektronischer Musik befasse und dann jetzt irgendwie, also nicht nur in die Hardcore-Szene von jetzt dann Hardcore, also Punk-Style, sondern auch, mhm, Hardcore-Hardstyle, also echt, mhm, komplett das Gegenteil. Jetzt dann mich da irgendwie auch orientiere, einfach zum Anhören, einfach so Neues auschecken, mhm, und desto extremer, desto geiler. Wenn man irgendwie das ganze Black Metal Zeug schon gehört hat und dann schockiert ein Hardstyle-Song, also das, ja, also das Holland nicht mehr so. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich schätze mal, mit ein paar Jahren noch ein Buckel drauf, dann muss ich was anderes spielen als Metal. Aber, ja, glaubst du? Naja, ein bisschen geht's noch. Aber ich glaube nicht. Von der Fitness, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, da gibt es ein Ablaufdatum. Ja, ist das, glaubst du, für dich wie ein Extremsport, wo du sagst, okay, mit Ende 30 wird es dann langsam schwer, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten? Ja, ich werde immer langsamer schon, aber dafür schaue ich, dass ich was anderes reinbringe. Ja. Also ich sehe Geschwindigkeit jetzt nicht als... Lern Hilto. Nein, das ist schade, das würde ich nicht. Ich will nichts mehr lernen, keine neuen Techniken. Nein, es ist irgendwie so, wie gesagt, ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich mache das schon jetzt fast 10 Jahre professionell und ich bin mir sicher, in der Zukunft wird es was anderes spielen. Ja. Aber definitiv kann ich mich in unterschiedlichen Musikrichtungen oder sehe ich mich in unterschiedlichen Musikrichtungen. Hauptsache, wo man irgendwie Schlagzeug spielen kann. Vielleicht gibt es ja auch mehr Geld. Ja. Ja. Und bei dir? Na klar. Ja, ich habe jetzt eben, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber es kommt 2020 wahrscheinlich wieder ein neues Projekt, das mehr in diese Elektro-Richtung geht. Und da spiele ich so Hybrid-Set. Okay. Also ich meine das Roland SPDS zum Beispiel, okay, mit so Pads und
Trigger auf die Bassdrum für so einen fetten Elektrosound. Geil. Und das könnte ein bisschen bilderbuchmäßig werden, aber ich verrate jetzt noch nicht so viel. Okay. Wie schaffst du das, dass du so viele Projekte unter einen Hut bekommst? Ja, indem halt jetzt keines dieser Projekte einfach auf so einem Level ist, dass wir sagen, wir touren da jetzt mal einen Monat. Okay. Also ich meine, wenn dem so wäre, dann müsste ich jetzt schauen, dann müsste ich ja mit irgendwas anderem zurückschrauben. Vielleicht wird es jetzt im nächsten Lebensabschnitt mehr auf diese Richtung gehen, dass ich wieder mehr konzentriere und fokussiere auf 2-3 Projekte. Mhm. Aber mir hat das einfach die letzten Jahre in der Studienzeit extrem Spaß gemacht, aufzusaugen wie ein Schwamm aus allen Musikstilen. Klar. Und vor allem ist es auch als Musiklehrer natürlich super, wenn du den Kids einfach jetzt nicht nur Double Bass beibringst. Jetzt lernen wir mal Bleed. Geht schon früh. Ja. Ja, aber okay. Wirklich, die Kids profitieren schon davon, dass ich halt auch aktiv in mehreren Musikstilen was zu tun hatte. Dafür kenne ich mich halt jetzt vielleicht weniger in klassischer Musikgeschichte aus oder so, aber... Ich glaube, das Wichtigste bei Kids ist, also da wollte ich dich auch fragen, meiner Meinung nach, aus eigener Erfahrung, wie ich halt eben selber Schlagzeugunterricht genommen habe, es war immer super fad und sämtliche Musiklehrer waren immer fadisiert bis zum Gehtnichtmehr und man hat richtig gemerkt, so, denn ihre Motivation ist weg. Mhm. Und wenn ich jetzt dann selber Unterricht gebe, sei es auf Tour oder wenn ich dann von der Tour daheim bin, nachdem ich ja keine Noten kann oder es nicht wirklich ausgecheckt habe, muss ich den Leuten, die ich unterrichte, das irgendwie anders beibringen. Mhm. Also ich versuche das halt übers Gehör zu machen oder so ein Stückweise. Aber das Wichtigste ist halt immer, dass du die Leute motivierst. Ja. Ist es bei dir, siehst du, dass die Kids, schaust du, dass du da die Motivation aufrechterhältst, dass du auch irgendwie einen frischen Wind mal reinbringst und vielleicht nicht so starr bist mit dem typischen, so jetzt mach mal Übung Nummer 25 und das spielst jetzt auf so und so. Ja. Wie schaut das bei dir aus? Also ich weiß natürlich diese Problematik und ich versuche das auf jeden Fall, dass ich da die Kids motiviere und so sage, ja, ihr kommt zu mir mit den Songs, die euch interessieren. Ich spiele ja auch in Ensembles. Wir checken jetzt wirklich das aus, was du fürs Ensemble brauchst. Die spielen das dann auch live. Ja, also das es gibt so ein Abschlusskonzert oder sowas. Genau, und das ist echt genial, muss ich sagen. Klar. Also, nachdem ich eben selber viel mehr aus dieser Richtung komme, auch viel auditiver lerne als vielleicht andere, also ich habe, bis ich studieren angefangen habe, nicht Übung 13 und jetzt schauen wir, dass wir das 3 Wochen üben, gemacht. Also ich war immer viel, eigentlich schon zu viel von der auditiven Richtung. Und es ist jetzt auch schön, die andere Richtung zu kennen und eben von den Noten ein bisschen, aber die Noten sind ja nur ein Mittel zum Zweck. Ja schon, aber bei mir, wie gesagt, war es immer so, es hat kein Lehrer geschafft, irgendwie das Feuer so zu entfachen in mir zum Beispiel, was ich jetzt, wenn ich mich selber hinter Schlagzeug gesetzt habe und ich mache das einfach alles selber. Das war ein ganz anderer Zugang und dann hört man den Leuten zu und die so, ja. Aber du bist doch offensichtlich sehr selbstdiszipliniert. Ja, aber trotzdem, ich finde es immer sehr inspirierend, wenn du eine Person gegenüber hast, die teilweise gar nicht jetzt dann starr dir eine Übung beibringt, sondern auch so ein Motivation Coach fast ist. Weißt? Ich hab da ein bisschen das Gefühl, dass in der Schule das große Problem ist, die müssen in den Schlagzeugunterricht, also die müssen sich ein Instrument aussuchen und jetzt haben sie halt Probleme in Mathe, Probleme in Englisch und das Schlagzeugspielen ist halt einfach in der Priorität jetzt nicht oben. Wenn du Schlagzeugunterricht gehst und es kommt jemand bei der Tour und sagt, sag mal, wie spielst du dieses Fill? Ich möchte das wissen. Das ist eine intrinsische Motivation. Die wollen das einfach haben. Und wenn es jetzt heißt, okay, es ist jetzt 16.30 Uhr und jetzt geben wir uns mal 1,5 Stunden Schlagzeugunterricht und mich zahlt's eh nicht, dann versuche ich es natürlich leibend zu machen. Aber sagst du doch einfach so heute, machen wir einfach mal die Übung nicht, wir spielen einfach, was uns passt. Ach, natürlich, aber das Problem ist, ich verlange dann natürlich schon, dass sie nächste Woche das auch üben. Und das passiert halt in den wenigsten Fällen. Das stimmt schon, es kann nicht immer fun sein. Vor allem, wenn es dann keine Übungen gibt, was sollen sie daheim üben? Ja, und ich schicke dann zum Beispiel
Playbacks aus. Okay. Und sage, ja, ich meine, keine Ahnung, Funk-Playback, saugeil. Ja, yeah, voll geil. Und es gibt eh nur die zwei Beats, die sie lernen müssen. Dafür sollen sie sich auf die konzentrieren und die geil spielen. Und die Ghost Notes. Und die Ghost Notes einfach nicht so laut spielen wie die anderen. Genau. Und dann komme ich halt in die nächste Stunde und es... Ist nicht so wie Sassy. Ja. Also ich habe mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt mit den Motivationsproblemen. Okay. Aber das ist generell vielleicht bei im Musikunterricht so. Ja, vielleicht, ich meine, du musst ja wahrscheinlich auch, du hast ja auch Vorgaben, was ihr, habt ihr, ja, das Abschlusskonzert ist die Vorgabe, richtig? Der Song. Für mich jetzt nicht, also im Schlagzeugunterricht nicht. Also weil ja. Es ist ja so, mein Papa ist ein Lehrer und da ist schon so, dass es denn, das gibt Stoff, der muss durchdrückt werden, wurscht, was ist und auch wenn es keinen tat, das gehört einfach gemacht. Ja. Ist das bei dir auch so, dass das so gedrillt wird oder nicht? Also, ich mache das seit September. Ich bin jetzt noch, ich kann wahrscheinlich in 3 Jahren, wenn wir wieder sprechen, dann kann ich dir wahrscheinlich eine ganz andere Sache. Vielleicht bin ich dann auch schon Augengeringe, einfach, Kaffee, vielleicht bin ich dann strenger oder so. Aber momentan entscheide ich natürlich, was im Rahmen ist. Und ich versuche natürlich, die Kids jetzt nicht zu überfordern. Okay. Aber irgendwo ist halt auch ein Minimum. Und wenn das nicht passt. Ja, hey, ich wollte dich echt noch was fragen. Ich habe nämlich meine Diplomarbeit über Metal Drumming geschrieben und da ging es halt auch um Black Metal und Black Metal war was, wo ich mich jetzt nie so damit identifiziert habe, aber du ja schon, oder? Zu einem gewissen Teil schon, ja. Und ich bin dann da gesessen und habe mir fast wochenlang die Frage gestellt, wie sehr dieses ganze religionskritische, teilweise satanistische, wie sehr die das wirklich in den Bands so zelebrieren wie in den Songs? Also ganz ehrlich, es gibt zwar schon sicher Leute, die dahinter stehen, hinter so einer, ich sag jetzt mal, Einstellung, aber das sind vielleicht 1 oder 2%. Ganz ehrlich. Mhm. Der Rest ist halt alles, ja, es ist halt Stilmittel, ja. Power Metal singt halt über irgendwelche Drachen und Black Metal muss halt irgendwie satanistisch Themen über Satan halt nehmen. Das ist irgendwie so, mir kommt vor, gewisse Genres haben halt einfach so, genauso Death Metal, ja, geht es meistens immer um irgendwelche Zerstückelungen, oder? Na, aber ich weiß noch eben am Seerock, wo du mit Behemoth gespielt hast, da ist der Sänger auf die Bühne gekommen mit diesem, wie nennt man diese Priesterhaube da? Priesterhaube. Und halt irgendwie so einem Stab und so. Und er war, also ich hab mir gedacht, wow. Ja, es hat schon seine Wirkung, aber es gibt ja auch sowas, was Theaterspielen heißt. Ja, und wie sind die dann so live? Es ist so, dass man dann halt auf der Bühne, man schlupft in eine andere Rolle rein. Und es ist halt so diese, wie soll man sagen, ja, echt, man haut halt das Korpsband drauf, haut drauf. Man schminkt sich so, man haut es nicht drauf. Und es ist dann schon so, es ist halt wie ein Theaterstück, kann man fast sagen. Man schlüpft halt in die Rolle rein. Es gibt halt Leute, die wirklich ihre Persona, also ihren Charakter wirklich ändern und komplett anders sind auf der Bühne, als wie offstage. Und ja. Aber ihr seid dann im Backstage schon so, dass ihr über Gott und die Welt. Es wird kudert und es wird Witze reißt und Bier trinkt oder du nicht. Ja. Ich nicht. Genau. Nächste Frage. Wie bist du dazu gekommen, keinen Alkohol zu trinken? Indem ich nie angefangen habe. Das ist das Gute daran. Ich habe nie wirklich damit angefangen und genauso mit dem Rauchen nie wirklich angefangen. Probiert schon alles, aber irgendwie außer Drogen das nicht. Und es war ich habe das immer ziemlich lächerlich gefunden. Also wenn man dann halt als Jugendlicher geht man fort und sitzt dann mit seinen Kollegen da in irgendeinem Lokal, es ist so laut, heiß ist, man feiert nach Rauch, die Ohren tun da weh, weil es die Höhen nur auftritt haben, man kann sich eh nicht unterhalten, nach einer Stunde sind alle Blunzen fett und Gesprächsstoff ist so. Und dann habe ich mir beschlossen, das brauche ich nicht. Ja. Also ich gehe auch prinzipiell nie fort. Nein. Aber ich weiß, das war dann so, ja, und dann macht aus und noch dazu Sportgymnasium. Das heißt, das war irgendwie nicht so. Du bist als Jugendlicher dann quasi auch in die Sportrichtung getrieben. Ja, also nicht getrillt, ich wollte. Ja, okay, also. 8 Jahre Sportgymnasium, 10er-Gasse. Aber es hat wirklich, also ich würde es sofort wieder machen, weil es ein super Ausgleich war zur, ich sage jetzt mal, den normalen Schulunterricht.
du hast halt deine 7-8 Stunden Sport in der Woche zusätzlich zum normalen Gymnasium. Mhm. Und wir haben halt wirklich alles quer durch die Bank gemacht. Ja, aber daher kommt vielleicht auch diese Selbstdisziplin, die du beim Üben hast. Schon, weil du hast auch dieses Wettkampfdenken manchmal, du musst ja auch gewisse Wettkämpfe machen, aber nicht nur das, sondern es heißt auch mit Teambuilding und schauen, dass du halt gemeinsam was weiterbringst. Und mir schon vorkommen, dass die Sportklasse viel mehr verbandelt war miteinander. Also es war wirklich so, dass wir alle gemeinsam befreundet waren und immer Sachen gemeinsam gemacht haben. Und das ist halt auch durch den Sport gekommen. Und sicher beim Schlagzeugspielen, also diese, ja okay, ich möchte jetzt mindestens eine Stunde üben oder 2 Stunden und ich gehe halt vorher nicht heim, und auch dieses Durchbeißen vielleicht. Dass sich das aufs Schlagzeugspielen übertragen hat. Absolut. Bei dir? Machst du Sport? Naja, ich fahre viel Rad. Okay. Ich bin... Aber dass du was gezielt jetzt für Drumming machst? Gezielt für Drumming nicht, nein. Also ich liebe so alles, was in diese Abenteuerrichtung geht. Ich habe gerade einen Paraglide-Kurs gemacht. Okay. Ich gehe extrem gern wandern, ich liebe die Berge. Ja. Und, aber ich meine, in Wien jetzt fahre ich halt viel Rad. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich... ich habe kein Fitnesscenter-Abonnement oder so. Fitnesscenter sind für den Arsch. Also meiner Meinung nach. Also ich brauche es nicht. Ich mache es lieber, kann alles daheim machen. Ja. Ganz ehrlich. Aber jeder wie er will. Gehst du eigentlich jetzt privat gern so auf Metal-Konzerte? Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ganz ehrlich, immer weniger. Aus dem Grund, weil es irgendwie, es ist halt ja, nachdem man das jetzt schon so viele Jahre macht, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie die Lust dran verloren habe, aber angenommen, ich bin jetzt in 6 Wochen auf Tour mit 24 Dudes im Bus, ja. Null Privacy, und man kommt dann mal heim, dann setzt sich das alles einmal so und es ist irgendwie so, ja, selbst, dann kommt die Family, die will natürlich was von einem und man hat irgendwie nie Ruhe, ja. Und dann heißt es, ja, nächste Woche spielen wir in Wien, schaust vorbei. Ah, nächste Woche spielen wir in Wien, schaust vorbei, Freitag um 4. Spaß. Du, ich weiß ja, du schon. Okay, nein, bitte, aber, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und es ist halt, ja, ich meine, hin und wieder raffe ich mich dann schon auf. Ich meine, wenn ich in Wien wohnen würde, wäre es vielleicht was anderes. Mhm. Aber jetzt von Neustadt rausfahren und dann steht man dort und denkt sich so, boah, jetzt bin ich eigentlich am Sonntag nochmal ins Büro gefahren. So, wir machten das schon freiwillig, so auf die Art und Weise. Nein, es ist nicht so massiv, also so schlimm jetzt dann. Aber ich bin mittlerweile, genieße ich es einfach auch die Stille und ich brauche den Ausgleich. Also dann habe ich auch wieder ein Gusto, dass ich selber auf der Bühne stehe und wenn, wie gesagt, Freunde spielen, die ich noch nie gesehen habe oder wo es wirklich passt, dann gehe ich auch gerne hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das gezielt, so wie früher, okay, ich muss die und die und die Band sehen. Genau. Ja, jetzt habe ich mal Carbomb anschauen müssen letztens und Animals is Lead, das habe ich eh schon gesehen, aber Carbomb noch nie und deshalb habe ich mir gedacht, das stelle mich hin, das tut das Kreuz weh. Ach, man wird auch schon alt. Also es gibt bei mir auch ein paar Bands, also ich werde wahrscheinlich zu Northlane zum Beispiel hingehen im Dezember oder so. Also es gibt schon ein paar Bands, die kann ich mir nicht entgehen lassen, aber, oder August Burns Red, die... Ja, aber die sind ja ein großer Influence, oder? Das ist bei mir auf jeden Fall, also der Matt Greiner am Schlagzeug ist natürlich einer meiner Idole gewesen, immer, und ich habe ihn ja auch getroffen vor ein paar Jahren und habe quasi mit ihm ein paar Stunden Schlagzeug spielen können, und das ist jetzt auch auf einer persönlichen Ebene, gehe ich da einfach gern hin zu August Burns Red, um mir das zu geben. Ja, klar. Weil es auch einen ein bisschen erinnert an die Zeit. Ja, ich habe mir jetzt auch Slipknot in Krakau angeschaut. Ich meine, da habe ich auch gedacht, soll ich es mir jetzt wieder anschauen, aber dann habe ich habe die jetzt schon so oft gesehen und mit dem neuen Line-Up noch nicht. Und ich mir dachte, ja, du spielst ja leider nicht mit. Ja, ist ja wurscht. Ich mache da nichts. Es war so auch, okay. Ich beschwere mich nicht, ich bin auch busy so. Und ja, aber das war genauso. Ich mir dachte, ich sollte es mir anschauen, weil wer weiß. Ja. Vielleicht bange ich wieder ab in der großen Band, man weiß es nie. Oder irgendwer steigt wieder aus. Dann hören sie wieder auf und habe es mal angeschaut. Ja. Aber ich gehe jetzt dann lieber doch mehr auf Shows, die jetzt keine Metal beinhalten. Ja. Sei es jetzt Konzerthaus in Wien oder... Aber genau das ist das, was ich meinte, weil du hast jetzt auch ein bisschen Gefallen daran gefunden, auch andere Musikstile für dich zu entdecken, oder? Und ich meine, das merkt man ja auch einfach bei deinem Akustik, oder nicht Akustik, Ambient, oder wie nennt man das Krim-Projekt?
Solo-Projekt. Solo-Projekt. Ja, es ist breit gefächert und es ist schon so, dass, es, dass ich versuche, genau, Einflüsse auch aus nicht nur der harten Musik zu bekommen. Ja. Also Ambient auch, ein bisschen so Post-Rock-Zeugs und ja, was halt gerade, was mir halt gerade in den Sinn kommt. Mhm. Das war schon immer so. Du brauchst ja auch einen Kontrast. Das macht keinen Sinn, wenn du nur irgendwie derb jetzt voll auf Blast gehst und schnell. Das ist interessant für 2 Minuten und dann fehlt irgendwie so der Kontrast und genau. Man ist gelangweilt. Deswegen habe ich halt nie Nile hören können oder so. Wollte ich eigentlich gerade als Beispiel nehmen. Aber genau. Das war mir einfach ein bisschen zu hart. Zu hart, vielleicht zu undynamisch vielleicht, ja, weil ich halt auf, so. Auf diese Höhen und Tiefen, also das probiere ich ja eben immer im Songwriting durchzusetzen, wenn es einfach, gut, es gibt, kann schon Songs geben, die einfach 3 Minuten lang in die Fresse sind, aber, ja, aber es ist sollte, ein Song. Es sollte schon im Konzert immer wieder Atempausen geben. Genau. Nicht nur im Konzert, im Album, einfach generell. Und da bin ich ein großer Fan davon und habe es immer versucht, eben bei der Metal-Richtung auch immer durchzusetzen. Das Divo ist da zum Glück da eh sehr auf meiner Seite. Sehr gut. Ja, absolut. Das brauchst du in der Dynamik, sonst wird es, wie gesagt, langweilig. Ja. Und jetzt beim Proben mit den Bands. Ich meine, Septic Flesh kommen ja aus Griechenland. Mhm. Wie macht sie das? Wir proben gar nicht. Also ist das wirklich so eine Generalprobe vor der Tour oder was? Nein, nicht einmal. Es ist eigentlich, es gibt ein neues Set, sag mal, es gibt ein neues Album und wir haben Songs noch nie live gespielt. Ja. Die wurden nur gerade aufgenommen und wir müssen sie das erste Mal live spielen. Dann fliege ich nach Griechenland, vielleicht für 3-4 Tage. Ja, dann wird halt ein paar Stunden geprobt und das war's. Und dann ist das Rest des Jahres, treffen wir uns immer vor Ort. Es ist halt so, dass wir... mit einem Sampler spielen und mit Clicktrack, das ist alles halt ausgecheckt, da kann man nicht jetzt dann aber improvisieren. Hast du dann beim Songwriting eigentlich auch... Ich kann schon mitreden und ich schreibe auch Gitarrenriffs und ich bastle auch an der Songstruktur herum. Das ist echt cool in der Band, dass wir wirklich alle 4 dabei sind. Das macht das Ganze teilweise auch sehr chaotisch. Aber von Österreich aus oder fährst du dann mal eine Woche Gmail. Hin? Ich habe das ganze letzte Album alles über Gmail gemacht. Ich habe kein einziges Mal geskypt mit irgendwem. Man schreibt sich dann einfach so die E-Mail, man schickt die Ideen und dann, ja, bei Minute 1.30 gehört Tapu Tapu, nicht Dupa Dupa. So funktioniert das bei uns. Und es ist irgendwie so, ich gebe das Beispiel sehr gerne, stell dir vor, du stehst jetzt dann vor einer riesengroßen Stiege, ja, und du machst deinen ersten Schritt und dann fängst du zum Rollen an und fallst da runter und dich haut es in alle Ecken herum und auf einmal stehst du mit perfekten Telemark da und du weißt nicht, wie du das gemacht hast. Mhm. Genauso ist das Album schreiben mit Septic Flesh. Ja. Es ist halt voll chaotisch und irgendwie willst du die Haare ausrupfen, aber dann... Und die anderen, machen die das auch hauptberuflich? Ja, ja. Sie haben zwar nebenbei noch anderes, also unser Sänger macht im Album Artworks, da macht er recht viel und hat auch schon für große Bands was gemacht. Also er ist nicht nur bekannt für Septic Flesh, sondern er hat auch eben Kunst studiert in Athen. Und ja, er malt, also er zeichnet leider nicht mehr also auf Leinwand, sondern er macht halt alles digital. Mhm. Ist halt auch schneller und wir haben halt nicht so viel Zeit. Ja. Ich würde ihn persönlich gerne mal wieder sehen, dass er das mal wieder macht, weil ich glaube, die Leidenschaft, die man da entwickelt, das ist schade, dass, wenn die irgendwie so flöten geht. Ja. Und sein Bruder, weil es sind ja eigentlich die Hauptmänner sind Brüder, Tag und Nacht, also echt unterschiedlicher kann es nicht sein. Und der hat klassische Musik studiert in London und hat da damals auch schon Soundtracks gemacht für Games. Und, also der macht dann die ganzen Streiche. Ja genau, der macht das, richtig. Geil. Also unser Sänger ist irgendwie so das Mastermind, der halt alles macht. Also der hat einen großen Überblick und unser Gitarrist macht eben das Orchester und dann haben wir noch einen zweiten Gitarristen, der ist nie mit uns unterwegs. Der schreibt aber die ganzen Lyrics. Der hat einen Job, ganz normalen Job, der mag halt nicht touren. Und seid ihr dann, seid ihr eigentlich gut befreundet? Oder? Oh ja, schon. Ja. Hat sich das mit der Zeit so dann entwickelt oder habt ihr euch überhaupt schon, hast du es überhaupt davor schon gekannt oder wie ist das zustande gekommen? Oh ja, ich erkenne sie schon seit 2008 oder sowas. Und schon damals noch bei meiner Thorns of Ivy Zeit. Kann mich noch erinnern, wie wir da im Auto gefahren sind und haben uns Septic Flesh angehört. Und ja, also ich habe sie vorher schon gekannt.
Und sie sind einfach Griechen, ja. Die Südländer sind halt einfach nette Leute. Da kommt man schnell einmal. Uso! Ja, das gar nicht so. Sie sind nicht so die Trinker. Okay. Rotwein und vielleicht ein Bier, das war's. Okay. Ja? Ja, so. Jetzt ist die große Frage, irgendeine Schlussfrage. Eine Schlussfrage? Was für eine? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir fallen sicher in 10 Minuten jetzt noch voll viele Dinge ein, die ich gerne von dir gewusst hätte, weil ich verfolge das auch ein bisschen, was du machst. Wir können sie gerne noch einmal machen. Aber zum Abschluss, was haben wir gesagt? Du machst den Lift und ich mach die Rolltreppe? Genau. Aber davor... Gibt's die Chance, dich in Wien einmal live zu sehen in nächster Zeit? Nein. Ich muss einmal ein neues Album schreiben. Jetzt gerade nicht. Dich? Schon. Ja, also mit Killer Liken eben nächsten Freitag im U4. Das wird sicher cool. Hingehen, anschauen. Ja, ich meine, es ist, glaube ich, dort wieder Familienfeier so ein bisschen. Wurscht, immerhin. Also die Leute, die es interessiert, die kommen dahin. Das ist so ein bisschen ein Fixtermin, glaube ich. Ich freue mich schon lange auf diesen Gig. Und ja, ja, ich glaube, im Keller ist dann das nächste Interview, gell? Genau. Ja. Okay, es war eine schöne Zeit. Hat mich gefreut. Ciao. Sehr cool. Ja, wow.